Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ganz kurz, aber ein ziemlich spannendes und cooles Video. Nämlich, heute ist der 19.09. und da wird nämlich ein Weltrekord aufgestellt. Nämlich die meisten virtuellen Läufer auf der ganzen Welt und das sind anscheinend über 100.000. Mal schauen, wie viel es tatsächlich werden. Und der alte Weltrekord liegt bei ungefähr 1.000 Leuten, die an einem Tag eben 10 Kilometer gelaufen sind. Der muss jetzt heute getoppt werden. Das heißt, ich laufe heute auch 10 Kilometer etwa. Vielleicht ein bisschen mehr, also unter 10 Kilometer darf man nicht laufen. Dann werde ich meine Zeit auf das Internetportal hochladen und dann, genau, bin ich quasi bei einem Weltrekord mit dabei. Also ich kann nicht sagen, dass ich einen Weltrekord aufgestellt habe, aber ich kann behaupten, dass ich bei einem Weltrekord mit dabei war. Ich denke, ich laufe direkt los, allerdings bin ich echt nicht so fit. Ich bin ewig nicht mehr gelaufen, bestimmt 2-3 Monate nicht. Ich habe jetzt mich aufs Fahrradfahren mehr konzentriert, weil ich gestern zum Beispiel mein erstes Rennradrennen hatte. Das war das Kriterium in Kulmbach. Hier ein paar Bilder. Ich habe noch ziemlich Muskelkater, also nicht Muskelkater, ich habe ziemlich schwere Beine, muss ich sagen. Besonders mein Gesäß tut da irgendwie, aber ich denke, das haut trotzdem hin. Das heißt, es wird heute keine Bestzeit, aber wird bestimmt trotzdem ganz cool. Ich dehne mich jetzt nochmal kurz, gleich geht's los. Die Zeit ist ja relativ unentscheidend, also ich kann theoretisch über eine Stunde brauchen, aber ich probiere jetzt schon eine relativ gute Zeit zu laufen. Wie gesagt, ich bin ewig nicht gelaufen, das heißt, die Zeit wird auch nicht besonders gut werden, aber wir lassen uns überraschen. Uns hört, glaube ich, nichts mehr auf. Können wir gleich starten. Ich mache Musik an, ich starte die App, ich mache es mit Strava, also das kann man mit jeder beliebigen App eigentlich auch machen und dann leg mal los. Okay, Zeit läuft schon und jetzt geht's los. Okay. Jetzt sind wir ungefähr 3 Kilometer unterwegs, 14 Minuten roundabout, läuft sogar gar nicht so schlecht. Den Weg kennen bestimmt einige von den 30 Tagen jeden Tag laufen. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht reden mit dem Laufen. Bis gleich. Berg, der haut immer richtig rein, aber es macht nichts, geben wir trotzdem Gas. Ich bin schon ziemlich fertig, nehme jetzt schon mehr als die Hälfte, Zeit ungefähr 23 Minuten. Ich kann es alles nicht genau nachschauen, weil ich das Handy gerade hier unten drin habe. Es dauert zu lange, das rauszuholen. Berg geschafft, fix und fertig, da geht's runter. Okay, 1 Kilometer noch, voll durchziehen, wird aber keine gute Zeit. 70 Meter. Und aus. Puh. Ah. 44,49, 10,04 Kilometer. Oh Mann. Oh. Ich bin fix und fertig. Ziemlich schlechte Zeit. Aber es passt sogar wiederum, wenn man bedenkt, dass ich ewig nicht trainiert habe. Oh. Kurze Pause. Okay, Lauf ist zu Ende. Zum Glück. Ich bin echt fertig. Das war extrem hart und ich müsste auch noch mal viel länger laufen, als ich dachte. Nur mal so 400 Meter. Man kann eigentlich mit der Leistung zufrieden sein, da ich die letzten 3 Monate nicht gelaufen bin. Nur Rad gefahren bin eigentlich. Trotzdem hätte ich gerne eine bisschen bessere Zeit. Wobei man sagen muss, man kann auch so 10 bis 15 Sekunden abziehen, weil ich die App schon gestartet habe und noch nicht losgelaufen bin. Aber das sind Kleinigkeiten. Ja, es kommt aber nicht auf die Zeit drauf an bei dem Weltrekord, den wir alle aufstellen. Sondern einfach, dass wir mitgemacht haben, das schicke ich jetzt ein. Danach kann ich euch gleich nochmal die Urkunde zeigen hier. Ich hoffe, ich habe sie bekommen. Genau, war so eine kleine Challenge zwischendurch. Ich hoffe, sie hat euch gefallen
Und ja, abonniert auf jeden Fall den Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Challenges und coolen Videos. Ne? Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.